Das Vorarlberg-Wetter wird Ihnen präsentiert von Weekend.at, das Vorarlberger Lifestyle-Portal, und von der Innatura Naturschau in Dornbirn. Schönen guten Abend beim Wetter, das heute perfekt war für den Auftakt der Gartenlust in Schwarzenberg. Über 100 Aussteller sind hier mit dabei und die sind alle richtig gut gelaunt. Blumen, Gemüse und Kräuter, die schießen nur so aus dem Boden und das, obwohl die Niederschlagsmengen weit unter dem Durchschnitt liegen. Alles grünt und blüht, nicht nur hier in Schwarzenberg, vermutlich auch bei Ihnen zu Hause im Garten. Durch die anhaltend warmen Temperaturen ist uns die Natur inzwischen stellenweise schon 3 Wochen voraus. Kurt, wie darf man sich da den August vorstellen? Ist da schon alles verwelkt und abgeblüht? Mit Sicherheit nicht. Die Natur gleicht es schon wieder aus. Und Sachen, die im August blühen, Pflanzen haben jetzt im Juli geblüht, dafür blühen die vom September im August. Es verschiebt sich alles ein bisschen, aber es muss keine Panik ausbrechen. Wenn wir uns die Langzeitprognosen anschauen, dann wird der Sommer mit 70%iger Wahrscheinlichkeit wärmer als im langjährigen Mittel. Stichwort Trockenheit. Wird das irgendwann ein Problem werden? Glaube ich nicht. Die Rosen sind jetzt schon im Abblühen. Das ist heuer mal so. Was aber nicht heißt, dass sie langfristig was ändern kann, auch negativ. Aber das ist sicherlich nicht auf einen Sommer bezogen sinnvoll, darüber zu diskutieren und irgendwelche Lösungen zu suchen. Das herrliche Wetter, das lieben natürlich auch die Wildkräuter. Davon gibt es heuer in Hülle und Fülle. Heidi, welche sind denn deine 3 Lieblingssorten? Meine absolute Lieblingspflanze ist die Brennnessel, weil die Brennnessel ist die Ausleitungspflanze für Giftstoffe Nummer 1, die wir haben. Aber vor allem die Samen sind das richtig Wertvolle der Brennnessel. Für alle Salate, fürs Müsli. Ja, der Samstag bringt wieder viel Sonnenschein. Am ehesten entladen sich am späten Nachmittag im Süden des Landes einzelne Gewitter. Meist bleibt es aber trocken. In der Früh nicht mehr ganz so frisch wie heute. Mit 11 Grad im Montafon, 15 werden es am Bodensee. Am Nachmittag, da knacken wir dann in Feldkirch die 30-Grad-Marke. Der Trend dann etwas labiler. Am Sonntag gibt es vor allem am Nachmittag gewitterige Schauer. Den Stift aus dem Garten der Natur und vor allem der Giersch. Den Giersch lieben die Gartenbesitzer gar nicht, ist aber die Podagra-Pflanze, sprich die Gichtpflanze von alters her. Die Wildkräuter suchen sich selbst den Standort, die wachsen und gedeihen immer. Wenn es viel trocken ist, dann sind sie etwas kleiner und zarter, aber die Inhaltsstoffe sind dann auf die kleine, zarte Pflanze konzentriert. Also hier gibt es noch viel zu sehen und vor allem zu lernen in Schwarzenberg. Das Ganze noch bis Sonntag und das Wetter, das wird ja perfekt. Am Montag schwülwarmes Sommerwetter mit Gewittern wieder in der zweiten Tageshälfte. Etwas kühler und unbeständig, dann der Dienstag. Aber morgen bekommen wir noch einmal typisches Bade- oder aber Wanderwetter. Und der Abend heute ist ohnehin richtig gut, um sich im Freien aufs Wochenende einzustimmen. Genießen Sie dieses nach Möglichkeit. Auf Wiedersehen. Ja, der Samstag bringt wieder viel Sonnenschein. Am ehesten entladen sich am späten Nachmittag im Süden des Landes einzelne Gewitter. Meist bleibt es aber trocken. In der Früh nicht mehr ganz so frisch wie heute. Mit 11 Grad im Montafon, 15 werden es am Bodensee. Am Nachmittag, da knacken wir dann in Feldkirch die 30-Grad-Marke. Der Trend dann etwas labiler. Am Sonntag gibt es vor allem am Nachmittag gewitterige Schauer. Am Montag schwülwarmes Sommerwetter mit Gewittern wieder in der zweiten Tageshälfte. Etwas kühler und unbeständig, dann der Dienstag. Aber morgen bekommen wir noch einmal typisches Bade- oder aber Wanderwetter. Und der Abend heute ist ohnehin richtig gut, um sich im Freien aufs Wochenende einzustimmen. Genießen Sie dieses nach Möglichkeit. Auf Wiedersehen. Das Vorarlbergwetter widmeten Ihnen der Gasthof Krönele in Lustenau und das Mohrenpfiff der Mohrenbrauerei. www.mohrenbrauerei.at